Hallo und herzlich willkommen zu unseren Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick. Nicht vergessen, morgen ist Freitag, da gibt es eine neue Folge Insert Coin. Die Blockbuster-Folge mit Call of Duty, Assassin's Creed, Odyssey, Forza Horizon 4 und noch mehr. Doch jetzt kommen wir zu unseren Nachrichten für die Sony PlayStation 4. Da ist eine neue System Software erschienen, Version 6.0. Ich sag euch, was die bringt. Dann Alan Wake, da kommt jetzt zwar kein neues Spiel, aber eine Fernsehserie wurde angekündigt. Außerdem Forza Horizon 4 wird am Release-Tag dann auch ein Autopaket enthalten bzw. erhalten, dass man sich runterladen kann mit James Bond Autos, und dann der Schöpfer von Ico, Shadow of the Colossus und Last Guardian hat jetzt die Arbeit an seinem neuen Projekt angefangen. Seit heute gibt es die neue Systemsoftware für die PlayStation 4 und damit ist Version 6.0 erreicht. Und was bringt das jetzt für neue, gigantische, tolle Features? Gar keine. Es sind keine neuen Features mit enthalten mit diesem Update. Die Systemperformance soll halt verbessert werden. Das heißt halt, ne, die PlayStation Inner also soll halt generell etwas schneller laufen. Aber jetzt halt nicht die Spiele, die drauf laufen, sondern halt einfach die Software der PlayStation. Das OS in dem Sinne, das Betriebssystem. Ne? Ja, das Ganze ist 447 GB groß. Werdet ihr früher oder später nicht drum herum kommen. Deswegen einfach saugen. Gestern wurde eine Alan Wake Fernsehserie angekündigt. Die Fans fordern ja schon seit Jahren einen richtigen zweiten Teil. Auf den werden wir wohl noch ein bisschen länger warten müssen. Aber vielleicht hilft ja die Fernsehserie dann, das Ganze oder die Wartezeit zu überbrücken. Sam Lake, das Gesicht von Max Payne von Remedy, wird der Executive Producer werden. Als Showrunner konnte man Peter Calloway gewinnen. Der hat sich schon einen Namen gemacht in der Branche, hat unter anderem bei Legion die Strippen gezogen. Das Ganze ist noch in einer sehr frühen Phase. Das Spiel dealt natürlich als Quellmaterial. Man möchte aber auch durchaus vielleicht andere Charaktere aus dem Spiel in den Mittelgrund noch mit dazu zerren. Außerdem wird auch überlegt, dass eventuelle Konzepte und Geschichten, die man sich für Teil 2 überlegt hatte, dann eben auch in die Serie mit einfließen zu lassen. Wann die Serie kommt und wo sie laufen wird, das weiß man noch nicht. Am 2. Oktober erscheint ihr Forza Horizon 4 und passend zum Spiel, das ja in England spielt, wurde jetzt schon ein erstes Car-Paket angekündigt, und zwar basierend auf James Bond. Ja, es kommt tatsächlich ein James oder Best of Bond Car-Pack und das enthält 10 Autos, die mit James Bond zu tun haben. Mit dabei ist natürlich auch der legendäre Aston Martin DB5. Außerdem wird es auch noch 2 James Bond Outfits geben. Man sieht ja hin und wieder mal seinen Avatar und den kann man dann auch einkleiden, und auch 6 Bond-inspirierte Monologe, die man dann im Chat im Multiplayer-Modus abfeuern kann. Bei der Ultimate Edition des Spiels ist der DLC dabei. Wenn man die nicht hat, wird man sich den wohl oder übel kaufen müssen. Den Preis kann ich euch aber leider noch nicht sagen. Der Schöpfer von Ico, Shadow of the Colossus und Last Guardian heißt Fumito Ueda, und der hat jetzt bekannt gegeben in einem Interview mit einem japanischen Medium, dass er angefangen hat, an einem neuen Projekt zu arbeiten. Was wird das Ganze nun? Man ist gerade dabei, verschiedene Konzepte auszuprobieren, aber er sagte jetzt schon, man möchte schon ein Spiel machen, das auch wieder so groß daherkommt wie die Spiele, die man von ihm kennt. Also es soll jetzt kein kleines Indie-Spiel werden in dem Sinne. Mehr weiß man allerdings noch nicht. Ja, ich kann euch nur sagen, wenn es von Fumito Ueda kommt, dann wird es wahrscheinlich noch 3 Konsolengenerationen dauern, bis es dann fertig ist. Das waren unsere Nachrichten für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen wieder, vor allen Dingen bei Insert Coin. Ciao.